22. März 2019, 14.07 Uhr, dpa Jens Harzer, er ist der neue Träger des Iflandrings. Quelle Imago: Nach dem Tod von Bruno Ganz hat der Iflandring einen neuen Besitzer. Der neue Träger der höchst renommierten Auszeichnung ist der deutsche Schauspieler Jens Harzer. Er war einer der ganz Großen. Bruno Ganz: Der im Februar gestorbene Schweizer Schauspieler Bruno Ganz habe Jens Harzer testamentarisch zu seinem Nachfolger als würdigstem Schauspieler im deutschsprachigen Raum bestimmt. Der 47-jährige Wiesbadener sei ein Schauspieler, der durch sein facettenreiches Schaffen auffalle, meinte Österreichs Kulturminister Gernot Blümel. Jens Harzer ist seit 2009 festes Mitglied des Ensembles am Thalia Theater in Hamburg und stand in Österreich unter anderem bei den Salzburger Festspielen 2018 auf der Bühne. Iflandring darf nur an Männer weitergegeben werden. Die Auszeichnung wird traditionell bisher nur an Männer weitergegeben. Diesen Umstand hatte jüngst das Fachmagazin Theater Heute kritisiert. Der Preis solle endlich auch für Frauen geöffnet werden, forderte die Redaktion. Für Schauspielerinnen gibt es den weitaus weniger bekannten Alma Seidler Ring. Er wurde 1978 von der österreichischen Bundesregierung als weibliches Gegenstück zum traditionsreichen Iflandring gestiftet. Bruno Ganz, der Schauspieler, wurde 77 Jahre alt. Quelle Imago: Bruno Ganz, der im Februar einer Krebserkrankung erlegen war, hatte den Ring einst vom österreichischen Schauspieler Josef Meinrad von 1913 bis 1996 erhalten. Bruno Ganz soll zunächst seinen fast gleichaltrigen Bühnenkollegen Gerd Voss als Nachfolger bestimmt haben, der schon bei Meinrads Tod als Kandidat gehandelt worden war. Voss starb aber 2014. Der Iflandring hat eine lange Tradition. Laut Überlieferung wurde er von Goethe, dem Schauspieler, Dramatiker und Theaterleiter August Wilhelm Ifland, von 1759 bis 1814 übergeben und ist dem jeweils bedeutendsten deutschsprachigen Schauspieler weiterzugeben. Der Ring aus Eisen trägt einen großen, blau-violetten Halbedelstein, den der Kopf des Künstlers ziert, umgeben von 28 kleinen Diamanten. Zum Kreis der Kandidaten waren auch Schauspieler wie Martin Wuttke, Nikola Ovčarek, Ulrich Mattes, Klaus-Maria Brandauer, Lars Eidinger, Joachim